Ich muss weitermachen. Sonst wird der Kleine in einer kaputten Welt aufwachsen müssen. Genau so sieht's aus. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elex 2. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir werden immer noch nicht ins obere Viertel gelassen, auch wenn wir hier die gute Zusage aller Warlords hier haben. So ist von Red noch die Aufgabe zu lösen, die er als Vertrauensprüfung jedem herstellt. Die Sache mit den Outlaws hier im Lager zu lösen, mit den Flyern, mit dem Widerstand. Und hier ist der erste Widerspruch, Leute. Red gehört zu den Krallen, das wissen wir aus dem ersten Teil. Und dieser Widerstand kommt von den Krallen und nicht von den Outlaws, wie wir vom Suppenkoch erfahren haben. Also irgendwas stimmt da nicht. Will er nur die Krallen oben reinlassen? Wir werden auf jeden Fall zum Suppenkoch zurückgehen. Ich weiß gerade noch nicht den Namen. Und auch gucken, wann Hank endlich Tauschware hat. Oder ob er uns hier über den Tisch gezogen hat. Skinny hieß er, genau. Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. Okay, pass auf. Ich kann dir natürlich nicht direkt unser Versteck zeigen oder dich den anderen vorstellen. Wir brauchen erstmal, sagen wir, eine Art Vertrauensbeweis. Was meinst du damit? Ich will, dass du dir die Finger schmutzig machst. Du verstehst schon. Ein Vertrauensbeweis eben. Damit wir wissen, dass du bereit bist, dein Risiko einzugehen. Und natürlich, um deine Fähigkeiten als Dieb zu testen. Kein Problem. Was soll ich stehlen? Ich will, dass du einen Ring klaust. Nur einen Ring? Es ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist ein wertvolles Erbstück eines reichen Händlers, der im oberen Viertel wohnt. Wie komme ich daran? Das ist leicht. Aufgrund meiner Arbeit als Koch habe ich freien Zugang ins obere Viertel. Ich muss von dort die Zutaten für meine Küche holen. Ich weiß, dass ein Händler dort einen geheimen Hintereingang in sein Haus hat. Ein Fluchtweg sozusagen. Dieser Weg raus ist deine Eintrittskarte hinein. An der Außenfassade wirst du eine Vorrichtung finden, die dir den Weg öffnet. Der Job ist kinderleicht. Öffne den Geheimgang, schleich dich nachts ins Haus des Händlers und klaue ihm den Siegelring. Alles klar? Dann komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Vorrichtung benötigt einen Schlüssel. Dein Glück, dass ich den Schlüssel des Händlers bereits kopiert habe. Praktisch. Nicht wahr? So, jetzt mache ich mich aber auf. Wir sehen uns, wenn der Job erledigt ist. Ich kann jetzt nicht. Ich kann doch kein Taschendieb. Das hätten wir vielleicht vorher fragen sollen, ne? Okay. Na, das wird ja was. Okay. Siegelring, geheimer Zugang ins obere Viertel. Dann versuchen wir uns da doch mal dran. Es ist ja gerade Nacht. Eigentlich hier im Turm schon gewesen? Ja, sind wir. Na, da bin ich ja mal gespannt. Versteckte Vorrichtung.
Skinnys Schlüssel scheint zu passen. Der Zugang ist offen. Hier gehen aber noch ein paar Leute rum. Erledigt. Ich sollte Skinny den Ring bringen. Kaya, wie weit bist du denn hier rausgerannt? Wir sind ja beim Waffenhändler und können keine Waffen klauen. Kriegen wir das hin? Ich bin nicht gut genug. Schade, schade. Wäre ja schön gewesen. Besser, ich mach die wieder zu. Ja, aber... Okay. Ja, Kaya hat ja kein Problem, ins obere Viertel zu kommen. Okay. Dann geben wir ihm mal den Ring. Ich habe den Ring für dich gestohlen. Den hast du nicht für mich besorgt. Dieser Ring ist deine Eintrittskarte in unsere Welt. Behalte ihn. Vorerst. Hast du den Geheimgang wieder geschlossen? Wäre schließlich dumm, wenn jemand merkt, dass du ihn benutzt hast. Hältst du mich für einen Amateur? Das gefällt mir. Du wirst ein gutes Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft abgeben. So, und jetzt komm mal mit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Wo gehen wir hin? Keine Fragen. Folgt mir einfach. Ich zeige dir nur den Eingang. Durchgehen musst du alleine. Mhm. Wir arbeiten autonom. Das heißt, niemand weiß, dass ich dich getestet habe. Aber das letzte Wort hat sie. Wenn sie dich für vertrauenswürdig hält, gehörst du zu uns. Und wer ist sie? Hab ich nicht gesagt, keine Fragen? Du wirst sie gleich kennenlernen. Geduld. Okay, hinten beim Mana-Schrein. Wir sind fast da. Ah. Hier ist euer Versteck? Natürlich nicht. Schau mal auf den Boden. Durch die Falltür musst du durch. Warte kurz, ich entriegle sie für dich. Erledigt. Vergiss nicht, den Tunnel wieder zu schließen, wenn du gehst. Ich geh dann mal. Warte mal. Kommst du nicht mit? Hat auch eben gesagt. Nein, da musst du jetzt alleine durch. Viel Glück. Okay. So. Offen. Bin ich ja mal gespannt. Diebesgilden sind aber immer gut. Dann könnten wir hier vielleicht auch hacken lernen. Und Taschendiebstahl. Dafür haben wir ja noch keinen Lehrer. Tjak. Jasmar, willkommen im Untergrund.
Du musst dich doch an uns erinnern aus dem ersten Teil. Ich bin Jasma. Aber bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe nicht mal Interesse daran, wo du herkommst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Aber sind wir uns nicht schon mal begegnet? Keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Sie schließen sich anderen Zellen an oder sterben im Einsatz. Ich habe einmal zu oft jemanden verloren, der mir wichtig war. Daher halte ich nicht viel davon, Bekannte oder Freunde in unserem Netzwerk zu haben. Du scheinst nicht überrascht zu sein, dass ich hier bin. Dein Erscheinen bedeutet, jemand aus unserem Netzwerk verbirgt sich für dich und hat dir unser Versteck gezeigt. Du bist nicht ohne Grund hier. Du hast dich bewiesen. Wie geht es jetzt weiter? Ich nehme an, man hat dir aufgetragen, einen Gegenstand zu stehlen. Gib ihn mir. Gut. Ich verwahre ihn für dich. Wir wollen ja nicht, dass ihn jemand findet und dich deswegen einsperrt. Kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Warum bist du hier? Ich soll im Auftrag der Berserker herausfinden, wer hinter der Propaganda im Fort steckt. Es erfordert viel Mut, in die Höhle des Monsters zu schleichen und ihm zu sagen, dass man hier ist, um es zu töten. Ich respektiere das. Ihr wusstet Bescheid? Von Anfang an. Wir sind die Krallen. Wir wissen alles, sehen alles und hören alles. Du solltest uns niemals unterschätzen. Wenn ihr alles wusstet, wieso habt ihr mich zu euch geführt? Ich habe das veranlasst und Skinny geschickt, um dich zu testen. Wir hoffen, dich für unsere Sache gewinnen zu können. Als Vertrauensbeweis werde ich dich wieder ziehen lassen. Lebendig. Erzähl mir mehr über euch. Alles zu seiner Zeit. Ich will, dass du das hier nimmst. Propagandazettel? Was soll ich damit? Sie sollen als Beweis dienen, dass du uns gefunden hast. Wir haben vor dem Fort eine alte Ruine so hergerichtet, dass sie den Eindruck erweckt, wir hätten uns dort aufgehalten. Bring Wolf diese Zettel und sag ihm, du hast unser Lager gefunden. Schicke ihn dann zu der von uns präparierten Ruine. Wenn du das tust, brauchen wir uns vorerst keine Sorgen mehr zu machen. Dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Na, ihr schaltet den aber doch nicht aus, oder? Bring die Zettel, die ich dir gegeben habe, zu Wolf. Danach reden wir. Regel deine Sachen mit Jasma. Solange sie dir nicht vertraut, vertraue ich dir auch nicht. Okay. Aber ich dachte, die wollten mit den Krallen im ersten Teil fliehen und ein anderes Land erschließen. Das Land hinter der Eiswüste, war es nicht so? Wir müssen die Luke doch wieder schließen. Besser, ich mach das wieder zu. Genau. So. Hurra! Hier haben wir den Gasthof, hier haben wir die kleinen Kinder. Und da hinten haben wir die Taverne. Nein, oder doch? Doch, das ist die Taverne. Ah, wie ich sehe, habt ihr eure Masken schon auf. Gut, gut. Muss euch jetzt immer noch ein paar Sachen erzählen, bevor es losgeht. Ja, aber kommt erstmal näher, damit der alte Scrappy nicht so rufen muss. Gut, gut. Also, aufgepasst. Wir brechen gleich gemeinsam auf zur Mine. Nehmt mit, was ihr braucht. Was zu futtern, kippen, eine Waffe,
Werkzeug bekommt ihr, wenn wir da sind. Und denkt dran, die Mine ist voller Gas. Tauscht also regelmäßig die Filter. Alles klar? Dann los. Okay, dann. Sehr gut. Haut mal rein, Leute. So, Wolf. Wo ist er denn? Gib mir ein Bier. Ah ja. Schlechte Laune? Kann man wohl so sagen. Willst du drüber reden? Ich hab einen scheiß Auftrag von Red bekommen. Ist doch egal. Gib mir einfach ein Bier. Wie du willst. Du weißt, wo du mich findest, falls du doch quatschen möchtest. Danke, Chloe. Weiß ich zu schätzen. Ach, was juckt mich das? Ich habe das Versteck der Outlaws gefunden. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Wo ist es? Vor dem Fort befindet sich eine alte Ruine. Sie scheint verlassen zu sein. Dieses Propagandamaterial habe ich dort gefunden. Mehr nicht? Haben die Outlaws noch irgendwelche anderen Spuren hinterlassen? Ich habe nichts gesehen. Verdammter Mist. Sind sie uns schon wieder durch die Finger geschlüpft? Ich glaube, ich weiß, von welcher Ruine du sprichst. Ich werde sie nochmal untersuchen lassen. Es sah so aus, als wären sie schon vor einiger Zeit überstürzt aufgebrochen. Dass diese Bande intelligent ist, haben wir ja bereits festgestellt. Sie werden mit Sicherheit bemerkt haben, dass wir ihnen auf den Fersen waren. Da ja seit einiger Zeit auch keine neue Propaganda mehr aufgetaucht ist, können wir wohl davon ausgehen, dass sie uns keinen Ärger mehr bereiten werden. Wir können das obere Viertel schließlich nicht für immer versperrt lassen. Ich werde Fenris vorschlagen, jeden, der früher Zugang hatte, wieder nach oben zu lassen. Aber was quatsch ich dich damit voll? Heute ist ein guter Tag. Endlich können wir diese Angelegenheit hinter uns lassen. Dass wir das zu einem großen Teil dir zu verdanken haben, werde ich Fenris gegenüber nicht verschweigen. Mhm. Hier, ein Teil des ausgesetzten Kopfgeldes. Du hast es dir verdient. Warum nur einen Teil? Du hast ihr Versteck gefunden, aber nicht die Schuldigen. Wäre dir das gelungen, hättest du selbstverständlich das Ganze bekommen. Trotzdem haben wir einen Grund zum Feiern, meinst du nicht? Und genau das werde ich jetzt tun. Mach's gut. Das war jetzt aber ganz schön mies. Magst du mich denn noch? Das glaube ich einfach nicht. Geht's dir gut? Na klar, danke. Ja, dann ist doch gut. Mutantenjagd in Tavar. Nein, das heben wir uns noch auf. So, sind wir nicht aufgestiegen durch die Sache? Doch, sind wir. Okay, ich hoffe doch mal, dass wir hier klauen lernen, dass wir hier hacken lernen. So, das haben wir auch auf Stufe 2. Das können wir auch belegen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das will. Das hier wäre ganz gut, wenn wir Munition herstellen könnten. Das heißt, wir müssen die Gerissenheit um 5 Punkte anheben. Und wir werden die Intelligenz noch weiter anheben. Aber da wird es jetzt schon Probleme geben, denn das kostet ja schon 2. Dann machen wir es erstmal so. Und die restlichen 3 Punkte auf Konstitution, würde ich sagen. Sehr gut. So. Wie sieht es jetzt überhaupt mit unseren Werten auf? 152 Gesundheit. Sehr schön. Was haben wir Neues im Inventar? Ach so, Skinnys Schlüssel. So, und wir haben im Glossar Jasma. Dieses ehemalige Mitglied der Diebe von Abessa, die sich die Krallen nannten, gehörte später zu Baxters Gefolge zusammen mit den anderen Vertriebenen aus dem Fort von Tavar,
die auf den Schrottbergen der alten Meteoritkraterlandschaft von Arteris residierten. Sie war äußerst misstrauisch, bereicherte aber die Gemeinschaft der Outlaws mit ihrem Diebeshandwerks und anderen nützlichen Talenten. Sie leitete eine Untergrundzelle der Krallen im Vor. Okay. Dann wollen wir doch mal wieder... Oh, was liegt denn da? Schwefel. War das nicht hier oben? Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze schöne Natur, die wir hier... So. Offen. Ich war noch nicht fertig. Ja. Ich hasse... Besser, ich mach das wieder zu. Nein, ich will wieder runter. Und Kaya ärgert sich. Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze schöne Natur, die wir hier aufgebaut haben. Irgendwann sollten wir uns mal die Mühe machen und diese Türme einreißen. So. Offen. So. Runter. Du warst bei Wolf, nehme ich an. Ja. Sehr gut. Dann werde ich dir jetzt alle deine Fragen beantworten. Interessiert es dich nicht, ob ich euer Versteck verraten habe? Ich weiß bereits, dass du das nicht getan hast. Andernfalls wären wir nicht mehr hier. Wie ich dir bereits sagte, unterschätze uns nicht. Warum nennt ihr euch die Krallen? Die Kralle ist unser Erkennungszeichen. Die hier ist für dich. Zeige sie vor, wenn jemand danach verlangt. Sie wird dich als vertrauenswürdig ausweisen. Wie viele seid ihr? Das vermag ich nicht zu sagen. Wir arbeiten dezentral. Wir haben autonom agierende Zellen überall auf Magalan. Unser Vorteil ist, dass wir viel wissen, aber dieses Wissen auf mehrere Köpfe verteilt ist. Nur kennt keiner von uns alle Köpfe. Schließlich haben wir kein Register, in dem man sich eintragen muss. Wer vertrauenswürdig ist, erhält unser Zeichen. Auf diese Weise kann man uns nicht zerschlagen, selbst wenn eine Gruppe von uns entdeckt werden sollte. Wieso arbeitet ihr für die Outlaws? Ihr gehört doch nicht zu ihnen. Die Krallen verfolgen ihre eigene Agenda. Wir helfen den Outlaws, weil sie am ehesten unseren Zielen zuträglich sind. Schau dir die Berserker doch mal an. Erst haben sie Edan mit ihren Weltenherzen in eine grüne Hölle verwandelt und jetzt Tavar. Das Fort war mal eine Wüstenfestung, wie du sicher weißt. Und jetzt machen sie schon Anstalten, ihre Weltenherzen in Richtung Karakis auszubreiten. Was habt ihr gegen die Weltenherzen? Prinzipiell nichts. Aber zusammen mit der Natur, die die Weltenherzen sprießen lassen, kommt auch die Vorherrschaft der Berserker. Und da haben wir was dagegen. Ihr habt keinen Anführer? Du kannst ruhig wir sagen. Immerhin gehörst du jetzt dazu. Und nein, wir haben keinen Anführer. Wir haben Mitglieder, die viele Leute im Netzwerk kennen, aber niemals alle. Man könnte zum Beispiel sagen, dass ich die Anführerin dieser Zelle bin. Auch Hector oder Xander haben großen Einblick in unser Netzwerk. Selbst Red war mal einer davon, bevor er uns verraten hat. Ah, okay. Red hat mal zu euch gehört? Wissen wir doch. Ja, aber das ist schon lange her. An seinem Verrat sieht man, wie wichtig es ist, dass sich die Mitglieder nicht alle untereinander kennen. Dass er uns hintergangen hat, hätte die Krallen beinahe vernichtet. Aber heute sind wir stärker als je zuvor. Wie ist aus einem Mitglied der Krallen das Oberhaupt der Berserker geworden?
Red ist nicht das Oberhaupt der Berserker. Er ist nicht viel mehr als eine Marionette Goliaths. Durch seine guten Verbindungen hat Red den Berserkern Informationen über die Outlaws zukommen lassen. Er hat ihnen Tür und Tor geöffnet, das Fort einzunehmen. Red wurde angeblich aus Dankbarkeit die Leitung des Forts überlassen. Viele halten das für eine Lüge. Und was denkst du? Ich glaube, Red wurde eingesetzt, um den Übergang für die verbleibenden Outlaws angenehmer zu gestalten. Goliath wollte nicht, dass die Outlaws das Gefühl haben, besetzt worden zu sein. Deswegen haben sie einen der ihren an die Spitze gesetzt. Konstant überwacht von den Berserkern der Hauptstadt. Was sind die Ziele der Krallen? Die Kriege, die um Magallan geführt werden, kennen nur Verlierer. Aber sie werden irgendwann vorbei sein. Und das ist der Moment, in dem wir uns zeigen werden. Ursprünglich wollten wir nur dafür sorgen, dass wir danach gut dastehen. Seitdem haben sich unsere Ziele leicht geändert. In welche Richtung? Wir versuchen, möglichst viele Schlüsselpositionen zu besetzen. Dadurch wollen wir eine fraktionsübergreifende Gemeinschaft bilden. Eine Gemeinschaft, die zusammenarbeitet und Frieden bringt. Da die Anführer der Städte anscheinend so dumm sind, keinen Krieg zu führen, machen wir es eben selbst. Was war mit den Krallen, während Red die Macht übernahm? Hector war sehr schnell klar, dass Red unsere Zelle verraten wird. Wir sind verschwunden, noch bevor er unser Versteck verraten konnte. Allerdings hatten nicht alle von uns das Glück zu entkommen. Wir mussten Red das Feld überlassen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis genug Gras über die Sache gewachsen war und wir uns unbemerkt ein neues Versteck einrichten konnten. Red kennt einige von uns, mich zum Beispiel. Deswegen kann ich mich da oben auch nicht mehr blicken lassen. Stattdessen sitze ich jetzt hier unten und koordiniere unsere Zelle. Was ist meine Aufgabe bei den Krallen? Wir wollen, dass du dich den Berserkern anschließt. Erlange ihre Gunst und unterwandere sie. Bei gegebener Zeit werden wir auf dich zukommen. Die Outlaws nehmen nicht jeden in ihre Reihen auf. Aber wenn ich Hector die Nachricht zukommen lasse, dass du dich bewiesen hast, steht deinem Beitritt bei ihnen nichts mehr im Wege, wenn du dies wünschst. Warte mal, die Outlaws nehmen mich nur auf, wenn ich mich vorher den Berserkern anschließe? Das ist genau das, was Unterwandern bedeutet, richtig. Aber bis es soweit ist, gibt es einiges zu tun. Okay. Dir sind mit Sicherheit die ganzen Truhen hier aufgefallen. Zwei von ihnen sind besonders. Unser System ist anonym und kann auch weiter bestehen, wenn diese Zelle zerschlagen wurde. Zu erledigende Aufträge findest du in der Auftragstruhe. Nimm dir dort heraus, was du machen möchtest. Jetzt hör gut zu. Der nächste Teil ist wichtig. Komm niemals mit Diebesgut wieder zu uns. Die Gefahr, dass du beobachtet und verfolgt wurdest, ist zu groß. Tote Briefkästen. Wir haben überall im Fort tote Briefkästen verteilt. Unscheinbare Mülleimer. Kennen wir. In diesem Mülleimer wirst du die gestohlenen Gegenstände stecken. Jemand von uns wird sie leeren und das Zeug wegschaffen. Wenn du das erledigt hast, kannst du dir hier unten deine Bezahlung aus der dafür vorgesehenen Truhe abholen. Dann leg mal los, Mitglied der Krallen. Ah, du bringst ja auch bestimmt auch was bei. Bist du in den Diebstahl von Ivans Proviantlieferung verwickelt? Ich nehme mal an, du redest von den Gewürzen und Konserven, die bei Chloe eingelagert waren. Genau die meine ich. Nun, da wir hier unten nichts anbauen können, müssen wir oben von Zeit zu Zeit ein paar Teller leeren. Das verstehst du sicher. Ist noch etwas von dem Zeug übrig? Ein paar Reste, aber die werden dir nichts nützen. Du wirst einen anderen Weg finden müssen, wenn du deinem Morkon-Freund helfen willst. Nimm das. Sollst ja deinen fairen Anteil bekommen. Mhm. Es gibt noch Aufträge zu erledigen, falls du Zeit hast. Ich brauche einen Lehrer. Tjag bestimmt. Danke, dass du uns Wulf vom Hals geschafft hast. Dann erzähl mal, was willst du wissen? Was meinst du? Ich kann dir alles beibringen, was du willst. Du willst wissen, wie man ein Schloss knackt oder einen Tresor aufbekommt? Ja. Kein Problem.
Für den richtigen Preis zeige ich dir, was du wissen musst. Dann leg mal los. Ich möchte was von dir lernen. Einem von uns bringe ich gerne bei, was ich weiß. So, auf jeden Fall wollen wir das Hacken lernen. So, für die nächste Stufe brauchen wir eine höhere Intelligenz, aber dann hätten wir es auch schon auf dem Maximum. Müssen wir also auch noch lernen. So, auf jeden Fall das Schlösserknacken noch verbessern. Sehr gut. Die letzte Stufe brauchen wir vor allem nicht, weil wir ja die Forscherspezialisierung haben. Und Klauen möchte ich gerne lernen. Ja, und da, um da weiterzukommen, das kriegen wir auch nicht hin. Was haben wir denn hier noch? Schlangenzunge und Advokat. Aber wo lernen wir das mit den Attributpunkten? Schlossexperte. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon mal die wichtigen Sachen gelernt. Damit können wir jetzt einige der Markierungen, die wir auf der Karte gesetzt haben, auch wieder abarbeiten. So, schleiche dich mit 0 Zehner-Tastatur von hinten an jemanden heran, um einen Taschendiebstahl zu begehen. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Das ist doch schon mal gut. So, Skinnys Truhe, Belohnungstruhe, Jasmas Truhe. Wo ist denn die Auftragstruhe? Hier hinten? Auftragstruhe. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier wieder zu tun haben. Der Dünger der Weltenherzen, ein Auftrag, den ich aus der Auftragstruhe der Krallen genommen habe. Thorhilds Wertsachen, ach du Heiliger. Wir sollen Thorhild beklauen. Ob mir das gefällt, das weiß ich noch nicht. So, Schriftstücke hier. Mission. Thorhild benutzt einen speziellen, mit Mana versetzten Dünger in der Aufzucht der Setzlinge für die Weltenherzen. Um die Invasion der Berserker in andere Länder zu verlangsamen, müssen wir diesen Dünger stehlen. Er ist äußerst schwer herzustellen und es bedarf nur wenig für die Aufzucht. Was bedeutet? Der Vorrat ist nicht groß, aber sehr wertvoll. Ein Verbündeter unter den Setzern hat uns mitgeteilt, dass Thorhild den Dünger zu jeder Zeit in ihrer persönlichen Truhe unter Verschluss hält. Entschuldigung. Sie versteckt den Schlüssel anscheinend in ihrem Haus. Unser Verbündeter wusste nicht genau wo. Vermutlich besitzt Thorhild noch weitere Wertsachen, die sie in ihrer Truhe aufbewahrt. Gefordert ist nur der Dünger. Alles Weitere darf die Kralle behalten, die diesen Auftrag annimmt. Belohnung 150 Elexit, der Inhalt von Thorhilds Truhe, gezeichnet Jasma. Ja, das werden wir da doch mal in Angriff nehmen. Markieren wir auf jeden Fall auf der Karte. So, und dann gehe ich gleich auch mal die anderen Markierungen durch, die wir gesetzt haben. Da können wir uns doch jetzt gut bereichern, Leute. Und da wir gerade nachts unterwegs sind, ist doch hoffentlich noch Nacht, wer weiß wie lange noch. Ja, sieht schon so aus, dass es bald wieder hell wird hier. Komm raus, Kaya. Nein, nicht ansprechen. Ich will die Luke wieder öffnen, schließen. So. Besser, ich mach das wieder zu. So sieht's aus. Okay. Ich verstehe ja, dass Sie mit mir reden wollen, aber ich bin gerade verhindert. Oh Mann, mit den Kindern, das muss doch auch irgendwie eine Bedeutung haben.
da hinten habe ich was markiert, aber ich glaube, ich gehe erstmal raus. So, und was wir eben erfahren haben, wir können uns den Outlaws nur anschließen, wenn wir uns den Berserkern angeschlossen haben. Um dann als Verräter zu dienen. Mal schauen, wie es sich mit den Klerikern verhält, wem wir uns da anschließen müssen. Schleißt besser woanders herum. Ja, aber gehen hier auch die Händler spazieren. Ich glaube, es hackt. So, speichern, bevor wir hier reingehen. Das war wohl nichts. Ja, ich hab's gesehen. Ah, schade, okay. Nein. Mist. Mann. Bin ich gerade blöd? Ich glaube ja. So, jetzt dürfen wir es haben. Hallo? So, beschädigtes Breitschwert. Härtemodifikator. Gabel, Löffel, Messer, Elexit und das Düngemittel. Erledigt. Brauchen wir gar nicht den Schlüssel von hier. Da liegt Käse. Leitfaden zum Schürfen haben wir doch schon. Lauf gefälligst gerade. Oh shit. Da hat man uns erwischt. Die blöden Wachen, ne? Ja komm, dann gehen wir hier wieder raus. Wenigstens mal gucken, ob wir hier noch was haben. Beschädigte Armbrust. Oh, Tresorcodes. Code 583. 2, Code 2063, Code 4921, Code 1898. Hinweis an alle. Denkt daran, jede Woche den Code zu ändern und hier zu dokumentieren. Aber wo ist der Tresor? So, toter Briefkasten, reißen wir direkt mal zum Vor, da müssen wir nicht latschen. Und
und geben unser Diebesgut mal in den toten Briefkasten. Erledigt. Ich sollte mir meine Bezahlung an der Belohnungstruhe abholen. Ich glaube, die Belohnungstruhe habe ich im ersten Teil immer vergessen. Immer gedacht, wieso kriegen wir kein Geld? Und das ist wohl auch mehreren passiert, die Belohnungstruhe vielleicht gar nicht gesehen haben. Und hier wird man jetzt nochmal extra dran erinnert. Ja, gut. Übrigens, danke nochmal, Skinny. Gib mir was zu essen. Du hattest deine Ration schon. Komm morgen wieder. Ich seh keinen Scheiß. Was mit dir? Hast du was zum Tauschen da? Du bist zu früh dran. Komm später wieder. Ja, ja. Lalalala. Ich glaube immer noch, dass er uns verarscht hat. So, die Truhe, die ich hier markiert habe. Diese hier. Na toll, hallo. Lass dich nicht zu Dummheiten hinreißen. Ich habe keine Dummheiten vor. Nur Klauheiten. So, dann finde ich gerade wieder mal das Weltenherz nicht. Aber wir dürfen jetzt langsam mal ins oberste Viertel, ne? Wenn wir jetzt nochmal hier mit Fenris reden. Ich habe Wolf dabei geholfen, die Quelle der Propaganda ausfindig zu machen. Ausgezeichnet. Ich bin gespannt, wie Wolfs Bericht ausfällt. Darf ich jetzt ins obere Viertel? Wollen wir doch mal sehen. Du hast mindestens einen Fürsprecher und du hast es tatsächlich geschafft, die Propagandaquelle ausfindig zu machen. Ich bin sehr beeindruckt von dir. Dann will ich dir nicht mehr im Weg stehen. Du hast die offizielle Erlaubnis, dich im oberen Viertel aufzuhalten. Du bist der Erste, dem ich guten Gewissens Zugang nach oben gewähren kann. Dennoch solltest du besser gleich zu Red gehen. Er wird mit dir reden wollen. Red ist übrigens der Einzige, der neue Berserker bei uns aufnehmen darf. Ich bin mir sicher, wenn er erfährt, was du für uns getan hast, wird er dich bei uns aufnehmen oder dir zumindest eine Belohnung für deine Taten anbieten. Wir sehen uns. Ich habe einiges zu erledigen, jetzt wo das obere Viertel für viele wieder offen ist. Wo finde ich Red? Geh ins obere Viertel. Sag der Torwache Lothar, ich schicke dich. Dann lässt er dich durch. Wenn du oben bist, ist Reds Turm auch schon zu sehen. Nicht schlecht. Mhm. Ja, wir sind aber noch ein bisschen vom nächsten Aufstieg entfernt. Haben wir denn hier die neuen Sachen nach hier? Den Härtemodifikator. Sollen wir wirklich direkt schon zu Red gehen? Ehrlich gesagt will ich... Einer dieser Codes muss zum Öffnen eines Tresors sein. Ja, den müssen wir auch noch finden. Ich will aber erstmal meine Belohnung für den Diebstahl einholen, bevor wir zu Ed gehen. Ja, hier haben wir das Weltenherz. Das kann doch nicht sein. Warum sollte jemand Dünger klauen? Vielleicht versucht jemand, seine eigene Setzlingfarm aufzuziehen. Möglich ist es. Ja, das wird es sein. Naja, ist nicht mein Problem. So. Offen.
So, dann gehen wir runter. Belohnungstruhe. Bin ich auch mal gespannt, ob wir da schon direkt die nächste Aufgabe in der Auftragstruhe haben. Mal gucken, in welches Lager uns der nächste Auftrag führt. Ob das wieder so gemacht ist wie im ersten Teil. Belohnungstruhe. 150. Zack. Dann gucken wir mal, was die Auftragstruhe sagt. So, die Braukunst der Berserker. Ein Auftrag, den ich aus der Aufgangstruhe der Kralle genommen habe. Und emotionalen Schaden verursachen. Tilas und Scrappys Wertsachen. Eieiei. Okay, dann lesen wir erstmal. Tilas Wertsachen. Im Auftrag steht, dass ich Tilas Tresor plündern soll. Er bewahrt dort ein Rezept auf, das ich stehlen soll. Der Code des Tresors scheint einem Informanten nach zu urteilen sehr einfach zu sein. Viermal die gleiche Zahl oder eine einfache Zahlenreihe. So, Scrappys Wertsachen. Im Auftrag steht, dass ich Scrappys Tresor plündern soll. Dort wird vermutlich nichts Wertvolles zu finden sein, aber man weiß ja nie. Da niemand bei Scrappy etwas von Wert vermuten würde, dürfte das Thronschloss nicht allzu schwer zu knacken sein. Wenn das Schloss jedoch meine Fähigkeiten übersteigen sollte, kann ich mich noch immer nach seinem Schlüssel umsehen. Den hat er während seines Außeneinsatzes verloren und er soll damit noch in der Gegend zu finden sein. Ich glaube, den haben wir schon gefunden, oder? So, also, die Braukunst der Berserker. Mission. Es besteht eine Fehde zwischen den Alchemisten Tilas und der Besitzerin der Taverne Chloe. Unser Informant hat uns erzählt, dass Tilas den Schnaps für Chloes Geschäft braut und ihn ihr für einen hohen Preis verkauft. Wir brauchen das Rezept. Nicht nur schwächen wir damit die Gemeinschaft innerhalb der Berserker, wir können Chloe den Schnaps dann selbst verkaufen und Tilas unterbieten. Hinweise: Tilas ist sehr vergesslich. Unser Informant sagte, dass der Tresorcode vermutlich ein sehr einfacher Code ist, vermutlich viermal dieselbe Zahl oder eine Zahlenreihe. Wenn der Auftragsnehmer versiert im Tresorknacken ist, sollte der Tresor vielleicht lieber direkt geknackt werden. Tilas ist sehr reich. In seinem Tresor dürften sich noch einige weitere Wertsachen befinden. Belohnung: 50 Elixit. Vermutlich ist in Tilas Tresor genug zu holen, um diese geringe Belohnung zu rechtfertigen. Der Inhalt von Tilas Tresor. Gezeichnet Jasma. Und emotionalen Schaden verursachen. Scrappy ist sehr beliebt unter der Führungsriege der Berserker. Auch uns hat er nie Schaden zugefügt. Er weiß von der Existenz der Krallen, aber ihm ist nicht bewusst, dass wir noch immer im Fort operieren. Das soll auch so bleiben. Bei ihm ist vermutlich nicht viel zu holen. Alles, was er verdient, bringt er genauso schnell wieder durch. Das Bestehlen von Scrappy dient nur einem Zweck: die Verunsicherung der Berserker. Wenn er beklaut wird, wird es nicht lange dauern, bis jeder davon gehört hat. Dieser Auftrag soll Zwietracht und Misstrauen unter den Berserkern sehen. Entschuldigung. Hinweise: Unser Informant sagte, dass Scrappy seine persönlichen Habseligkeiten, die ihm wichtig sind, in einer Truhe aufbewahrt, die nur schlecht gesichert ist. Jemand mit geringem Verständnis für das Knacken einfacher Schlösser sollte imstande sein, die Truhe aufzubekommen. Falls wieder erwarten, das Schloss doch komplizierter ist als gedacht, wird ihm direkt sein Schlüssel geklaut werden müssen. Scrappy trägt diesen meistens bei sich. Allerdings ist Scrappy jemand, der nicht besonders aufmerksam ist und häufig alles verlegt. Es sollte also ein leichtes sein, ihn zu beklauen. Falls er den Schlüssel nicht bei sich haben sollte, hat er ihn wohl mal wieder verloren. Am besten sollte dann der Schrottplatz in der Schlucht des Forts nach dem Schlüssel abgesucht werden. Belohnung: 400 Elixit. Gezeichnet H. Es wird dann wohl Hector sein. Okay, Leute, wir haben wieder Diebesaufgaben. Das ist doch schön, das gefällt mir. So, und die Diebesaufgaben
betreffen ja auch nur Tavar. Die Frage ist, ob wir hier noch andere Aufträge dann für andere bekommen werden oder ob wir zu der nächsten Zelle geschickt werden. Wir haben jetzt gehört, dass jeder Ort hier eine gewisse Zelle hat. Das war im ersten Teil ja anders. Klar haben wir Mitglieder der Krallen in jedem Ort gefunden, aber anzutreffen waren sie dann tatsächlich nur in Abessa. Besser, ich mach das wieder zu. Ja, auf gar keinen Fall offen stehen lassen. Das ist zu link. Also Scrappy und Tilas beklauen. Und was haben wir noch aktuell an Missionen? Da müssen wir jetzt mal schauen. Hauptmission, ja. Die Spähtruppen des Feindes, die sind ja auch noch unterwegs. Und wir müssen auch noch mit Kaya die Mutanten in der Umgebung jagen. Billy Idol Konzert in Caracas wollen wir uns natürlich auch irgendwann mal anschauen. So, den Unhold zu besiegen, das liegt erstmal hinten auf. Audienz bei Red sollten wir schnellstmöglich machen. Ich sollte Chloe davon berichten. Klar, wir müssen nochmal zur Kneipe. Jetzt, wo... Hast du gehört? Bei Torhild wurde eingebrochen. Nicht dein Ernst. Doch, sie haben wohl den Mann und den Muffin. Doch. Okay. Ach, ich bin ja mal gespannt, wann wir bei Lasse unsere Waffe bekommen. Hier habe ich auch noch ein Schloss. Achso, das ist wieder das, wo sie aber hier rumgeiert. Nee. So, hier kommen wir ins Viertel, aber ich will zur Kneipe, Leute. Die ich mal wieder nicht finde, wie immer. Aber was ich mir gemerkt habe, ist... Wir sehen uns. Dass ein Weg, der hier vom Weltnetz wegführt, direkt auf die Kneipe zuführt. Oder habe ich mir das falsch gemerkt? Nö. So, Chloe. Wegen Ivans Lebensmitteln. Ist das obere Viertel mittlerweile zugänglich? Zivilisten, die einen Bürgen haben, dürfen dort wieder hin. Was? Seit wann? Seit ich dafür gesorgt habe. Das wurde auch Zeit. Dann kläre ich das sofort. Bist du dabei? Dann kannst du das Zeug auch gleich mitnehmen. Kriegst auch ein paar Splitter von mir, dafür, dass du den Packesel spielst. Gut. Ich begleite dich. Dann los. Oh, es ist gut, mal rauszukommen. Ständig dieser Kneipenmief. Sei froh, dass du keinen Laden leiten musst. Die Ausdünstungen dieser Idioten sorgen dafür, dass irgendwann meine Lunge kollabiert. Können wir nicht einen Zahn zulegen? Entspann dich mal. Ist gut für die Beine. Früher war hier die Amüsiermeile. So hat der alte Duke für Ruhe gesorgt. Wie meinst du das? Ganz einfach. Wer bis in die Puppen gefeiert hatte, kam morgens nicht so schnell aus der Hüfte. Das sorgte für freie Straßen. Aber ich will dir was zeigen. Hier entlang. Sag mal, man munkelt, du und Kaya... Naja. Privatsache. Ah, ist wohl ein Minenfeld das Thema. Streichen wir das also. Was willst du mir überhaupt zeigen? Wir sind schon da. Hier ist der einzige Ort, an dem du richtig abschalten kannst. Oh, merkst du, wie frisch die Luft hier ist? Das ist was anderes, als sich mit Betrunkenen herumzuschlagen.
Und du kannst dir sicher sein, dass du nicht dumm von der Seite angequatscht wirst. Hey, Süße! Ein Moment, das haben wir gleich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ich wollte doch nur... Du fängst dir gleich eine. Geh ja schon. Geh ja schon. Besser ist es. So, komm weiter. Kein Bock drauf, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Seit die Berserker das Fort übernommen haben, ist der Anteil der Arschgeigen erheblich zurückgegangen. Reicht nur immer noch nicht. Da hinten wohnt auch ein guter Freund von mir. Hallo, Tilas! Du Saftsack. Ihr versteht euch ja prächtig. Der alte Knacker verkauft mir sein Zeug zu Wucherpreisen. Nicht mehr lange. Sobald ich mir das Maul über ihn zerreiße, dreht er die Preise nach oben. Also grüße ich freundlich und wünsche ihm die Pest an den Hals. Putz dir lieber den Dreck von den Stiefeln. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen. So dreckig sind die doch gar nicht. War ein Scherz. Gibt eh nur einen Moment, wo man sie putzen sollte. Wenn man ein paar Ärsche zu viel getreten hat. Dein Fachgebiet? Eine bessere Art der Motivation gibt es nicht, um unwilliges Personal auf Linie zu bringen. Aber genug davon. Es ist nicht mehr weit. Halt! Nur ehrenwerte Bürger oder Leute mit einer direkten Einladung des Warlords Red haben Zutritt zum oberen Teil des Forts. Wenn du keinen guten Grund hast, kann ich dich nicht durchlassen. Fenris persönlich hat mir die Erlaubnis erteilt. Ich habe die Ursache der Outlaw-Propaganda aufgedeckt. Was, du willst uns die Outlaws vom Hals geschafft haben? Das werde ich überprüfen. Wehe, du belügst mich. Mhm. Weiter geht's. Ja. Eigentlich wollte ich hier in das Viertel erst im nächsten Video. Da sind wir. Überlass mir das Reden. Halva ist ein verfluchter Korinthenkacker, aber ich weiß, wie man mit ihm umspringen muss. Na gut, was soll ich tun? Zuhören und Klappe halten. Aber sonst geht's dir gut, ja? Du hier? Der Monat ist doch noch gar nicht rum. Erinnert... Was soll der Mist? Redet weiter. Das waren, lass mich nachdenken. Ich brauche die gleiche Lieferung nochmal. Aber das geht nicht. Ich stecke mitten in der Inventur. Wen interessiert der Scheiß? Rück das Zeug raus. In meinem Lager herrscht Ordnung. Ich kann nicht einfach... Wenn du nicht aus dem Arsch kommst, wirst du das Zeug eben selbst im Händlerviertel abliefern. Ich soll mich zwischen das gemeine Volk begeben? Nicht fragen, machen. Schon gut, schon gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hast Glück gehabt, musst doch nichts tragen. Du kannst deinem Morkon sagen, er bekommt das Zeug. So wie ich Halva kenne, hat er den Ersatz in Windeseile organisiert. Und meine Splitter? Kein Gepäck, keine Splitter. Ich hätte dich nicht begleitet, hättest du mir keine Splitter versprochen. Dem kann ich wohl nicht widersprechen. Da, nimm. Und jetzt muss ich zurück, bevor die Trottel mir den Laden abfackeln. Bis dann. Okay, sehr gut. Ja, wir kommen langsam voran. Langsam, aber sicher. Ja, und wir machen dann im nächsten Video weiter. Stufe 11 sind wir schon und unsere Werte sehen auch schon recht ordentlich aus. Naja, mal schauen, wie hoch wir hier kommen, bevor wir uns einer Fraktion anschließen. Und ob wir uns überhaupt einer anschließen. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich tendiere da gerade zu den Alps. Na gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Elex 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.